Oh, dann haben wir unten was Neues. Blendender Blitzstrahl. Gegner im erlittenen Kampf an der Liste den Feind innehalten, doch Schaden, der ihm zugefügt wird, beendet seine Benommenheit. Ah ja, gut. Das heißt, wenn uns mehrere angreifen, kann ich das mal eben zünden. Praktisch. Ja, nett. Jetzt haben wir von der einen Sorte gleich alle und von der anderen, da fehlen noch irgendwie ein paar. Bär schon wieder tot? Was ist denn das los? Was ist denn hier los mit dem Bären? Der geht immer drauf. Unfassbar. Irgendwie haben die doch früher länger überlebt, oder irre ich mich? Pilvis. Also so ein Stachel. Den brauche ich zwar nicht, aber den mache ich trotzdem platt. Der stinkt nämlich so. Qualvoll gestorben. Aber wirklich qualvoll. Ja, ich sterbe auch gleich qualvoll. Gehen hier ab. Schnell mal was essen. Das geht ja gar nicht. Bin ich hier fast am Verrecken. Unfassbar. So, 5 weitere Shop-Punkte. Wieder ein Titel und eine Tat abgeschlossen. So schnell sammelt man Shop-Punkte. Das kann ratzfatz gehen. Noch ein Stachel, sehr gut. Danach fehlt uns nur noch einer. Und dann haben wir die. Ah, sehr schön, der da vorne ist ein Stachel. Sehr schön, jetzt haben wir alle. Dann können wir die Aufgabe ja abgeben gehen. Sind ja auch gleich da. Und dann findet sich bestimmt auch wieder ein Weg zurück. Ach, wir müssen das eh bei Langlass abgeben. Okay. Ja gut, dann hier hinter dem Stein. Da ist diesmal... Der Punkt,
Das muss man eingeben. Und dann kommt man auch wieder zu Langlass. Tada! Wie so eine Genie-Flasche. Ich grüße euch. Gute Arbeit, Galmadir. Sobald die Zwerge und Elben ihre Streitkräfte vereint haben, beginnt der Angriff auf Rafterei. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Dvalin hat viele Langbärte nach Rafterei entsandt und Durungur Weißdorn hat viele seiner Elbenkrieger zur Verfügung gestellt. Skorgrim wollte die Völker aus den Eredluin entzweien, aber sein Handeln hat nur dazu geführt, dass sie sich ihm umso entschlossener entgegenstellen. Skorgrim Grimhand wird in Rafterei sterben, Galmadir. Während die Elben und Durins Volk den größeren Teil der Bilvis-Armee weglocken, werdet ihr hinter ihre Linien treten und mit Avortal zusammentreffen. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr eure Verbündeten um euch gesammelt habt. Dann werde ich euch den Weg zu Avortal zeigen. Taha, Verbündete. Was benötigt ihr? Die Zeit ist reif. Die gemeinsame Armee aus Zwergen und Elben hat bereits mit ihrem Angriff auf die Kluft von Rafterei begonnen. Avortal wartet im Tal auf euch. Wir müssen gehen. Die vereinten Truppen von Fürst Dvalin von Thorins Halle und Dorongur Weißdorn von Duilond bereiten einen Angriff auf die Bilvis-Armee bei Rath Teraig vor. Avortal. Ich bin bereit, Galmadir. Wir werden Skorgrim Grimhand finden und die grausame Kreatur nicht nur aus dem Tal Rath Teraig. Rath Teraig. Wie hat er das ausgesprochen gerade? Rath Teraig? Sondern aus ganz Eredluin vertreiben. Ich helfe dem mal, dass der seine Arme runterbekommt. Armer Typ. Dass er seine Arme runterbekommt. Armer Typ. So. Aber toll. Ich dachte schon, ihr würdet mir alle Bilvis überlassen. Ich häng lieber hier so rum. Überhaupt nicht. Aber behaltet eure Axt im Auge, denn wir haben Gäste. Ja, mein Berner schlagen, die Säcke. Passt auf euch auf, Avortal. Wenn dies hier vorbei ist, werden wir viele Geschichten zu erzählen haben. Ganz sicher. Ein guter Treffer. So, da ist Geld hin. Sie bereiten sich auf einen neuen Angriff vor. Seid bereit. Ja gut, das war ja einfach. Na also. Langbartwaffen, weißt du. Martich Takan steckt in Schwierigkeiten. Wir brauchen eure Hilfe. Geht voraus, wir folgen euch. Ah ne, geht voraus, wir folgen euch. In der Stimme vertan. Die Bilvis sammeln sich wieder. Haltet sie zurück. Oh, ich kann auch mit Feuer werfen. Saboteure. Ja, der eine versteckt sich wie immer da hinten. Ich bin mit Verstärkung zurück, Martin. Noch haben wir jedoch nicht gewonnen. Davon sind noch mehr Bilvisse. Ihr solltet einen Moment ausruhen, bevor ihr weiter vorrückt. Nee, wir brauchen nicht ausruhen. Bleibt noch einen Moment. Ich fühle mich gestärkt genug, um weiterzumachen. Setzen wir unsere Suche nach Skorgrim Grimhand fort. Wartet, hier stimmt was nicht. Vernichtet diese Bilvis-Sperrkämpfer oder wir sind erledigt.
Ja, das bekommen wir hin, ne? Das passt schon. Uah! Waren ja einfach. Ich meine, das sollte alles nicht allzu schwierig sein. Ach, die dumme Sau. Ich hatte den falschen. So. Keinen Schaden. Was war das denn? Ich hab den einmal schon mit blühender Asche beschmissen. So. Diesmal nehme ich den anderen. Hat er sich nämlich schön selbst in Flammen gesteckt. Avatar, die Bildwisse haben eine Frau gefangen genommen. Euer Vater hatte einigen Elben und Zwergen zur Rettung von Sarah Eichenherz angeführt. Er ist nie zurückgekehrt. Mein Vater ist stark, hab keine Angst um ihn. Wir wollen einen Moment ausruhen, bevor wir weitergehen. Nee, wollen wir nicht. Der Schatten muss fallen. Wir können weitergehen, Galmadir. Wir müssen diese Sarah Eichenherz finden und retten. Sobald sie in Sicherheit ist, können wir unsere Suche nach Skorgum fortsetzen. Vielleicht finden wir dabei meinen Vater und können ihm beistehen. Obwohl ich mir sicher bin, dass er des Beistands unserer Klingen kaum bedarf. Hier entlang. Mhm. Sarah Eichenherz, ja, ja. Das muss ich mal abklären endlich, ob ich den Jäger jetzt alleine weiterspiele oder doch nicht. Und ja, mal schauen. Er wird auf jeden Fall weitergespielt. Aber die Frage ist noch, ob alleine oder im LPT. Aber vorher machen wir die Klassen-Sachen fertig. Da fehlt nämlich noch eine Klasse und dann haben wir das nämlich auch. Nämlich der Bioniger noch. Oder Bioniger. So. Was schreibt sie? Habt vielen Dank. Ich glaubte schon, ich würde durch die Hände dieser entsetzlichen Bilbisse mein Ende finden. Ihr benötigt ein gültiges Ziel. Ach, das sagt sie ja gar nicht. Das war das Spiel. Ist eine Falle. Halt, meine Freunde. Halt, meine Freunde. Das war eine unterhaltsame Übung. Doch nun ist sie vorbei. Eredluin ist schwach und das genügt. Ich muss nun einige Dinge im Breeland erledigen. Krieg zieht herauf und bald wird ganz Mittelerde in Flammen stehen. Jetzt könnt ihr sie töten. Ich hab den mal lieber noch genommen, dass ich es gemacht habe. Der Bär stirbt gleich, weil er im Feuer steht. Zui Light Melon. Doch nicht.
Skorkomer ist entkommen, Galmadil, doch ich glaube, Eredluin ist jetzt vor ihm sicher. Zumindest für einige Zeit. Deshalb denke ich, dass der gemeinsame Angriff von Zwergen und Elben ein Erfolg war. Es wird eine ganze Weile dauern, bis wir den genauen Preis für unsere Taten hier erkennen werden. Viele gute Leute sind heute im Talrat hereingefallen. Ich werde mich um die Wunden meines Vaters kümmern. Danach können wir Langlas gemeinsam Bericht erstatten und ihm erzählen, was heute hier geschehen ist. Wir sollten jetzt zu Langlas zurückkehren. Sarumans Verrat hat mich viel Zeit gekostet. Ich hoffe, dass es Frodo und Sam gelungen ist, das Auenland zu verlassen. Ohne meine Hilfe wandeln sie auf einem gefährlichen Pfad. Frodo ist auf die Hilfe der Waldläufer und auf eure Tapferkeit angewiesen. Okay. Was kann ich für euch tun? Viele gute Zwerge und Elben sind in Raterei gefallen, Galmadir. Und auch wenn Skorkrum nicht besiegt wurde, so ist er doch geflohen. Und seine Bedrohung ist vorerst abgewendet. Ich mache mir über die Länder im Osten Sorgen. Wenn Skorkrum so viel Leid über Eredluin bringen konnte, kann er sich sicher noch viel mehr Leid über Breland und die einsamen Lande bringen. Ich fürchte, dass wir Skorkrum Grimhand nicht zum letzten Mal gesehen haben. Wir müssen meinen Hauptmann davon unterrichten. Er wird wissen, was zu tun ist. Doch ihr müsst sofort aufbrechen, Galmadir. Seid ihr bereit? Klar. Ich nehme mir so eine Schmiedehose noch mit. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Kommt her, Galmadir, und hört gut zu. Mein Hauptmann, ein Waldläufer, den sie Streicher nennen, muss von der Bedrohung durch Skorkrum in Kenntnis gesetzt werden. Schade, dass ihr nicht bleiben könnt, um unseren Sieg zu feiern. Reist weit in den Osten zu einem Ort, den die Menschen Bree nennen. Sucht dort nach Gerstmann Butterblume. Ihm gehört das Gasthaus zum tänzelnden Pony, in dem sich Streicher früher häufiger aufgehalten hat. Wenn Streicher dort ist, kann euch Gerstmann helfen, ihn zu finden. Andernfalls könnt ihr dort übernachten und eure Suchen am nächsten Morgen fortsetzen. Bis nach Breland ist es eine lange Reise, Galmadir. Zögert nicht, denn Skorkrum ist auf dem Weg. Naja, so weit ist das jetzt auch nicht, ne? Ich kenne da eine Abkürzung. Mann. Ich nehme diesmal auch wieder eine andere als beim letzten Mal. Aber die ist ähnlich gut und sollte uns auch an das Ziel bringen. Dieser Baum hier, ne? Den muss man ganz fest drücken. Und dann steht da nämlich sowas im Chat. Galmadir kuschelt mit einem tollen Baum. Und schon ist man im Gasthaus zum tänzelnden Pony im Breeland bei Gerstenmann Butterblume. Man sollte relativ direkt bei ihm rauskommen. Nun, so direkt vielleicht auch nicht. Aber gut. Wie kann ich zu Diensten sein? Nach wem sucht ihr noch? Oh, Streicher, ja. Nicht, dass es mich etwas angeht, aber ich würde diesem Waldläufer aus der Wildnis nicht zu nahe kommen. Er ist ein seltsamer Kerl. Nicht, dass er keine interessanten Geschichten erzählen könnte, wenn ihm der Sinn danach steht. Nun, ich sehe, dass ihr mir nicht zuhören wollt. Streicher bleibt meistens für sich, geht vom Schankraum aus links durch den Gang und dann weiter geradeaus, bis ihr nur noch nach rechts könnt. Folgt diesem Gang, bis ihr eine Treppe nach oben erreicht. Streicher befindet sich in dem Zimmer rechts der Treppe. Nun, ich muss mich um meine zahlende Kundschaft kümmern und habe keine Zeit zum Plaudern. Wenn ihr wisst, was ich meine. Es gibt halt viel zu tun. Genau, ja. Wie kann ich zu Diensten sein? Das machen wir jetzt nicht mehr, denn an dieser Stelle haben wir das Klassen-Let's Play für den Elbenkundigen abgeschlossen. Diesmal sogar mit Level 11, krass, geht immer schneller irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, gerne auch ein Abo dalassen und den Kanal abonnieren. Mittelerde Online heißt der Kanal und ihr findet jetzt oben ein i, zu dem ihr, wenn ihr draufklickt, kommt ihr zum Jäger-Let's Play. Das geht nämlich genau an dieser Stelle hier weiter. Und das ist für all diejenigen, die eben die weitere Story interessiert, wie es dann so weitergeht.
genau. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder mit dem Beorninger Let's Play oder Beorninger. Jeder spricht das anders aus. Und also mit dem Klassen-Let's Play zum Beorninger oder eben mit einem ganz anderen Video, je nachdem, was ihr euch als nächstes anschaut. Macht es gut und bis dann. Tschüss.